Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer und in diesem Video geht es um das Thema Restlaufzeit bei Energielieferverträgen. Und da erreicht mich ja relativ häufig die Frage, was hat es denn hier mit dem Thema Restlaufzeit auf sich? Hat es was mit der Vertragslaufzeit zu tun und so weiter? Und deswegen möchte ich heute in diesem Video ja das mal kurz ein Stück weit näher erklären, weil es ist relativ einfach, die ganze Sache. Die Restlaufzeit hat nichts mit der Vertragslaufzeit des Vertrages zu tun, sondern bei der Restlaufzeit handelt es sich um den Zeitraum, den du frühestmöglich diesen Vertrag abschließen kannst. Ja, ich mache das mal konkret an einem Beispiel fest, zeige es dir aber gleich nochmal anhand von einem Chart. Und zwar, wenn du jetzt bei einem Kunden bist oder deinen eigenen Vertrag dir anschaust, der aktuell bei dir noch läuft, dann hat dieser Vertrag ja immer eine Mindestlaufzeit. Ja, der läuft dann vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, je nachdem, wie lange du den Vertrag abgeschlossen hast. Und diese Vertragslaufzeit, die kann man zum Beispiel aus den Vertragsdokumenten entnehmen, ja, oder auf der letzten Abrechnung kannst du sehen, zu welchem Zeitpunkt der Vertrag gekündigt werden kann. Und wenn dieser Zeitpunkt länger als 12 Monate in der Zukunft liegt, von heute an, dann könntest du jetzt in diesem Fall diesen neuen Vertrag noch nicht platzieren, weil du außerhalb dieser 12 Monate bist. Alles, was innerhalb der 12 Monate ist, wäre machbar und du könntest heute schon den neuen Vertrag abschließen. So, und jetzt möchte ich das ganz gerne noch kurz an einem Beispiel zeigen, wo wir das einfach konkret sehen können. Nehmen wir einfach mal an, der aktuelle Vertrag des Kunden, ja, der hat eine Laufzeit noch bis zum 31.12.2019. Zu diesem Zeitpunkt, also zu diesem Termin, kann der Vertrag frühestens gekündigt werden. Und jetzt nehmen wir mal an, wir gehen jetzt zurück in die Vergangenheit. Heute wäre der 31.11.2018 und du möchtest jetzt heute deinen eigenen Vertrag quasi umstellen oder möchtest für den Kunden einen neuen Abschluss machen und den Vertrag umstellen beim Kunden. Dann wäre das nicht möglich, weil laut diesem Anbieter, den du jetzt ausgewählt hast, ich gehe noch mal kurz zurück, wäre ja die Restlaufzeit 12 Monate. Das heißt, wir wären hier außerhalb dieser 12 Monate, weil vom 31.11.18 bis zum 31.12.19 sind es mehr als 12 Monate, nämlich 13. Das heißt, wir könnten diesen neuen Vertrag nicht einreichen. Wir müssten also noch ein, besser 2 Monate warten, um den Vertrag dann quasi einzureichen bzw. abzuschließen. Ein anderes Beispiel, in dem es gehen würde, wäre zum Beispiel der 31.12.19, also der Ablauf des Vertrages, der jetzt aktuell beim Kunden besteht, der ist gleich geblieben. Und mal angenommen, heute wäre der 30.03.2019, dann legen wir also innerhalb dieser 12-monatigen Restlaufzeit, nämlich 9 Monate, vom 30.03.19 bis 31.12.19 sind es 9 Monate. Und das heißt, wir könnten jetzt den Abschluss für den Kunden machen. Das heißt, wir könnten im Prinzip das Ganze auf den Weg bringen, dass der Kunde jetzt quasi einen Anbieterwechsel durchführt, der dann im Prinzip, sobald der Vertrag abläuft, dann eben der neue Vertrag im Anschluss daran startet. Das wäre dann möglich, weil wir innerhalb der 12-monatigen Restlaufzeit liegen. Also die Restlaufzeit hat nichts mit der Vertragslaufzeit des Vertrages zu tun, den der Kunde aktuell besitzt, sondern es dreht sich darum, wie lang im Voraus du einen Folgevertrag beim Kunden platzieren kannst oder wie lange im Voraus du deinen eigenen Vertrag abschließen kannst. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich und konnte das relativ einfach für dich erklären. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Umsetzen. Alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Bis dann. Ciao, ciao.